So. Okay, der Ton kommt schon mal durch. Guten Abend, you. Na? Alles klar bei dir? Jetzt muss ich mal eben noch nach dem anderen Ton gucken. Guten Abend, Alec. Kommt nicht durch. So, jetzt kommt er durch. Okay, so. Dann bin ich gleich bereit. Ja, guten Abend auch dir, Tyraval, und dir, Diamantrex. Das geht ja flott, dass ihr hier schon wieder da seid. Ich glaube, ihr hungert nach Stream. Vielleicht nicht unbedingt Jagged Alliance, aber Hauptsache irgendwas, ja? So, dann dimmt das Discord noch aus, damit es hier nicht die ganze Zeit rumblubbert. Das macht es nämlich gerade. Okay. Das freut mich, Alec. Ich auch. Oh, und ich muss den Monitor noch wechseln. Sonst seht ihr nur meinen Explorer. Ist nicht so spannend. So. Zack. So. Nun aber. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Passt, denke ich. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht hier mit dem Stream. Schon wieder so lange her. Ewig quasi, genau. Rentner Anno wollt ihr sehen, ja? Ich habe überlegt, ob ich vielleicht Freitag Rentner-Anno mache, weil ja tatsächlich dann vielleicht auf dem Beta das neue Event kommt. Andererseits, oh, ich bin morgen einen Monat Affiliate. Okay, cool. Ein kleines Jubiläum. Andererseits hatten ja Josie und Pi auch gesagt, dass sie vielleicht also zum neuen Event was machen wollten. Also ich weiß es noch nicht genau. Hallo Freakman. Liebe Grüße auch an Alex. Danke zurück.
Wirklich? Ach Mann, ich wollte das, das wollte ich, da wollte ich nochmal schauen, ob das. Oder bist du gerade wieder am. Moment, ich schalte nochmal auf Pause. Ach, da kein Wunder, dass ihr alle gleich da seid, wenn der Rentner Anno steht. ich wollte ja eigentlich das hier umstellen in meinem OBS-Studio, aber es hat mir nicht angezeigt, welches Spiel gerade läuft. Und das ist natürlich doof. FOE Stammtisch. Ja klar, heute ist FOE Stammtisch, genau. So. Nicht ganz. Muss ich erstmal reintippern? Okay, so. Okay. So, jetzt müsste das aktualisiert haben. Thyra, weil bei dir weiß ich das. Du warst ja immer dabei. Zumindest so lange, bis du ins Bett musst. Okay. So. Ich hoffe, den You habe ich nicht verschreckt, dass, wenn ich das jetzt wieder umschalte. You ist ja, glaube ich, eher ein Forge of Empires Freund, oder? Ich meine, das sind wir ja auch irgendwie alle hier, solange zumindest Weizenspam nicht kommt oder Hallo sagt. Ich glaube, Weizenspam ist mein einziger wirklicher exklusiver Jagged Alliance Stammzuschauer. Wenn man das so sagen kann. Ja, tut mir leid, Diamantrex. Tut mir leid, habe ich schon wieder das Falsche hier angekündigt, ne? Ganz gemein von mir. Ich wollte euch erstmal locken und dann schocken. Ja, Hans ist bestimmt wieder dabei. Also Hans werden wir heute ganz sicher sehen. Da bin ich absolut überzeugt von. Und ansonsten, wir werden ja vielleicht so ein, zwei Kämpfchen sehen, denke ich mal. Ich hätte jetzt auf jeden Fall als nächstes vor, mich an die Verteidigung dieser neu eroberten Raketenstation zu machen. Die hatten wir ja im letzten Stream eingenommen. Hier hatten sich ja hier diese Gegner zusammengeklumpt und dort habe ich sie auch Stück für Stück aus dem Rennen genommen. Fox hat ein bisschen was abbekommen, aber auch nichts Schlimmes. Und auch hier kann man Milizen rekrutieren und die können dann diese Raketenabwehrstation verteidigen. Bin bereit. Toll. Und das muss man natürlich auch immer Ja. machen, Ja. weil sonst Verstanden. relativ schnell wieder Ich zurückerobert wird. vergesse. Ich schon wieder vergesse. Ja. Dimitri hat so ein bisschen ein kleines Problem mit Vergesslichkeit. Der vergisst gerne mal, wo er hinlaufen wollte. Habe ich schon alle Taschen voll gemacht? Tatsächlich? Hier. Nö, hier ist doch noch Platz bei Chris. Oh, inzwischen. Dann schauen wir mal.
Ja, Hans werden wir später noch sehen. Hans ist in San Mona. Was ist denn nun schon wieder, Elliot? Eure Hoheit, ich habe einen dringenden Bericht. Die Rebellen haben uns am nordöstlichen Raketengelände angegriffen. Und sie sind besiegt worden? Nein, meine Herrin. Vielmehr wurden wir geschlagen. Anscheinend wurden die Wachposten völlig überrascht. Ein Überraschungsangriff? Überraschungsangriff? Elliot, Sie Schwachkopf! Wir befinden uns mitten in einem verfluchten Krieg, Elliot. Was ist so überraschend an einem Angriff? Hätte ich doch mehr Truppen losgeschickt. Ah, ich muss nachdenken. Also, schicken Sie meine Elite-Soldaten in das Gebiet und schicken Sie Verstärkung zu den anderen Truppen. Ich will, dass alles, was sich auf dem Gelände bewegt, abgeknallt wird. Und jetzt raus hier! Sehen Sie zu, dass meine Befehle ausgeführt werden. Wie ihr befehlt, Eure Hoheit. Ja, der arme Elliot bezieht wieder Prügel von Daedrenna. Yep. Tja. Ich glaube, er hat sich die falsche Chefin ausgesucht. Bin bereit. So, mit Fox und Ira steige ich mal aufs Dach. Und Dimitri übergibt jetzt gleich mal diesen Helm an Chris. Alles klar. Ja. Damit er seine Waffe frei hat. Hier. Chris hat ja noch Platz. Genau. Also, ja. Rocket League fand ich die Streams jetzt ehrlich gesagt auch nicht so besonders interessant bisher. Das ist halt kein wirklich gutes Streaming-Spiel, weil man sehr beschäftigt ist. Also ich zumindest. Ich muss mich da zumindest im Moment noch sehr konzentrieren, dass ich da irgendwas gebacken kriege. Tatsächlich fand ich es ganz witzig, das zu spielen. Das war doch sehr unterhaltend. Okay. Und Ira und Fox trainieren hier die Miliz. Deswegen stehen sie schon auf dem Dach. Da sind sie nämlich relativ sicher. Und mit dem Rest des Teams wollte ich losziehen und die unmittelbare Umgebung ausspähen. Vielleicht auch noch diese drei Gegner hier besiegen. Mal gucken. Je nachdem, wie schnell jetzt die Truppen von Daedrenna kommen. Oder ich begebe mich vielleicht direkt auf den Weg dorthin. Und gehe dann durch die Stadt wieder zurück und hier rum. Wäre eine Möglichkeit. Ich muss niesen. Okay, sorry. Ja, danke. Also ich habe Rocket League tatsächlich auch auf dem PC gespielt und mit Tastatur und Maus. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch mit der Tastatur und der Maus eigentlich geübter bin als mit Controller, weil ich, naja, eigentlich erst seit neuestem eine Konsole habe. Danke. Und hallo, Murmeltier-Nike. Schön, dass du auch da bist. Genau, aber ich werde erstmal hier unten nach unten gehen und nach rechts. Erstmal nach rechts und dann nach unten. Denn sonst sehe ich ja nicht, ob hier die Gegner ankommen. Und das sollte ich schon sehen, weil sonst geben sie mir vielleicht gleich eins drauf. Und Daedrenna hat ja gerade angekündigt, dass sie ihre besten Leute schicken möchte, um dieses Raketengelände wieder zurückzuerobern. Genau. Aber ich glaube, genau, stimmt, Trevor war noch relativ müde. Deswegen werde ich Trevor erstmal noch eine Runde schlafen lassen und gehe mit Chris und Dimitri einfach jetzt mal zu D16 und wenn ich nach E15 möchte, dann muss ich ja eh wieder durch den Sektor durch und da nehme ich dann Trevor mit. Und du kannst jetzt kurz eine Pause machen.
in Trupp 2. Eine Schlafpause. So. Achso, und was ich noch überlegt hatte, ist, ob ich jetzt dann doch noch einen zweiten Zusammenbausöldner mache für San Mona, der wirklich nur dazu da ist, in San Mona zu kämpfen, was ja im Moment Grizzly übernimmt, aber Grizzly ist eigentlich zu schade dafür. Der kann viel zu gut schießen, dass ich dem nur so eine Aufgabe gebe. Aber es kann vielleicht auch noch kurz warten, weil ich müsste ja im Prinzip den dann mitnehmen, wenn ich hier wieder zurückwandere nach San Mona. Weil der kann ja nichts. Und wenn der zufällig auf eine Patrouille trifft von Gegnern ganz alleine, dann ist das, glaube ich, was der nicht überstehen wird. Der Nahkämpfer, den ich da zusammenbauen würde. Genau. Okay. Gut, dann geht's erstmal nach D16. Achso, eine andere Sache wollte ich noch. Ich wollte eine Bestellung machen bei Bobby Race. Bobby Race ist nämlich der Online-Waffenhändler. Und was mir fehlt, sind eigentlich gar nicht so sehr Waffen. Ich bin erstmal relativ zufrieden mit dem, was ich jetzt bekommen habe. Ich habe ja, glaube ich, auch eine SKS bekommen. Mal gucken. Ich glaube, Chris hat jetzt eine SKS. Genau. Der hat da zwar relativ wenig Munition für, aber wir haben diese Munition noch in irgendeiner Tasche. Ich glaube, der von Grizzly. Und er hatte damit sogar schon ein erstes Gewehr, womit er dann mal seine Scharfschützenfähigkeiten ein bisschen ausspielen kann. Genau. Und ich bin eigentlich, möchte eigentlich ungern Waffen wirklich bestellen, weil ich finde ja hier immer Stück für Stück weitere. Und bin jetzt erstmal noch so weit zufrieden damit. Mit dem, was ich jetzt bisher habe. Okay. Hatten wir nicht noch das Zweibein? Hatte ich das schon? Das hatte ich ja noch gar nicht angebracht. Bin gerade verwundert darüber, wo das Zweibein abgeblieben ist. Das Ira hatte. An ihrer Waffe kann es nicht angebracht werden. Keine Ahnung, ich dachte, ich hätte es an Chris' Waffe geklemmt, an das SKS. Passt es, glaube ich, nicht, nee. Aber ich weiß auch gerade gar nicht, wo es ist. Also hier ist sein Scharfschützen-Fernrohr. Weiß nicht, wie nennt das? Nennt man das Zielfernrohr, ne? Das kann man aber noch nicht anbringen, leider, auf keine der Waffen. Naja, gut. Dann weiß ich nicht, wo es ist. Liegt es irgendwo rum? Möglicherweise ist es auch im Rucksack von Grizzly. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir darüber gesprochen hatten im letzten Stream. Dann müsste es eigentlich bei... Und ich glaube, das war bei Ira. Ach nee. Nee, stimmt. Das war das Fernrohr. Das war das Fernrohr. Okay. Gut, was ich bei Bobby Race mir mal anschauen wollte, war die Ausrüstung, also die Trageausrüstung.
Genau, da fehlt mir nämlich ein bisschen was, um mehr Platz zu haben bei den ganzen Leuten und um mehr Dinge zu tragen zu können, um die dann auch zu Hans und zu Toni zu bringen, um sie dort zu verkaufen. Und da müsste ich mich noch ein bisschen besser ausstatten. Und ich hatte schon mal ein bisschen hier reingeguckt und offstream und gesehen, dass es auch im Set beim Second-Hand-Händler. Was?
Ja gut, dann mach ich mal weiter. Einfacher. Ah, so. Sorry. Ungezogene, bist du noch da? Schön, dass du da bist. Falls du noch da bist. Ja, warum ist es immer so spät? Weil es für mich einfach früher nicht praktikabel ist. Ich war heute bis um 9 bei meiner Tochter am Bett. Und sie ist schon früher eingeschlafen, aber ich bin mit eingeschlafen und wie das immer so ist. Danach noch was gegessen und ja, ruckzuck ist es dann halt nach 10. Okay. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt ist schon wieder 11. Okay. Und es geht mir um die. Ja, aber danach kann ich mich leider nicht richten. Tut mir leid. Ich muss halt gucken, wie ich Zeit habe. Und das ist halt jetzt, wo ich Zeit habe. Und ansonsten klappt es am Tage oder so eigentlich nur, wenn meine Tochter mal bei Verwandten ist, Großeltern ist. So, okay. Was ich wollte. Trageausrüstung wollte ich mir anschauen. Und ich hatte, wie gesagt, schon mal offscreen geguckt und auch gesehen, dass es die Trageausrüstung auch in Secondhand in guter Anzahl gibt. Und wollte mir da so ein paar Taschen und Rucksäcke besorgen, die ich für ganz gut halte. Und die dann reparieren. Da wäre zum Beispiel der Aruk-Rucksack, den wollte ich bestellen. Du würdest Visiere kaufen, aber ich habe ja noch gar keine Waffen für Visiere, nicht so wirklich. Ja, nee, ich hatte schon gesagt, also ich würde eigentlich erstmal mit den Waffen versuchen klarzukommen, die ich so finde. Ich kriege ja auch bei Toni immer mal wieder was Interessantes und die Angebote, die es jetzt hier so gibt an Feuerwaffen, sind jetzt auch noch nicht so beeindruckend, dass man jetzt da unbedingt zuschlagen muss, denke ich. Also da gibt es schon einige coole Sachen, aber die sind halt auch so sehr teuer und mein Budget ist noch relativ klein. Und deswegen würde ich jetzt erstmal versuchen, mir generell mehr Inventarplatz zu holen, um zumindest den ganzen Loot, den ich nicht rübertragen kann, bisher zu Toni erstmal rüberzutragen und ihn dann zu verkaufen. Und dadurch kommt das mehr oder weniger am Ende bei Null raus, dass ich mir jetzt hier Rucksäcke kaufe oder Taschenplatz, Stauraum kaufe.
Weil ich dann ja die Sachen, die ich jetzt in Drassen rumzuliegen habe, verkaufen kann. Und kannst gerne mal schauen. Also ich würde jetzt einfach so ein bisschen freie Schnauze kaufen, weil ich nicht so wirklich einen Plan davon habe, was wirklich richtig gut von diesen Sachen ist. Also wie gesagt, einen Rucksack, einen zweiten, würde ich auf jeden Fall nehmen. Und der ist sogar noch ein bisschen besser, weil der nicht nur vier große Taschen hat, sondern auch noch zwei kleine dazukommen. Als der, den ich schon habe. Und dann hätte ich schon mal drei Rucksäcke, glaube ich. Und was ich auch wollte, war für Dimitri oder für, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der Granatwerfer war. Wir hatten ja herausgefunden, dass der Granatwerfer irgendwie doch der andere war. Und auf jeden Fall so eine Granatentasche kaufen. Das war auch was ich noch kaufen wollte. Und es kommt ja dann alles hier oben bei dem Flugzeug an, am ersten Sektor von Drassen. Und solange ich mich hier im Drassen-Gebiet rumtreibe, wäre es sicherlich nicht schlecht, mir das noch liefern zu lassen, dass ich es wirklich dann direkt mitnehmen kann mit den Söldnern, wenn ich wieder rübergehe nach San Mona und dann weiterziehe nach Cicina. Genau, so ist die Idee. Okay, dann klicke ich mal weiter durch. So eine Doppelmagazintasche fand ich ganz gut. Die wird an der Stelle getragen, wo sonst die Holster getragen werden. Und da kann man halt dann zwei Gewehrmagazine, glaube ich, reinmachen. Und ja, die Holster braucht man auch nicht so viel, weil man nicht so viele Pistolen mehr nutzt. Das ist eine ganz gute Granatentasche hier. Aber die hat eine Gürtelklemme. Ich glaube, da gab es noch eine andere. Ich schalte mal kurz durch. Nämlich die hier. Die hat einen allgemeinen Taschenplatz und drei Granatenplätze. Deswegen würde ich die nehmen. Und so eine Kampftasche würde ich auch nochmal nehmen, weil die ist auch wirklich sehr gut. Und dann wollte ich noch so eine russische, genau, eine von diesen mitnehmen. Und zwar die untere, die hat auch nochmal vier Granatenplätze. Für meine Grenadiere. Wobei vier ist ganz schön viel. Aber die hier mit sechs Gewehrmagazinplätzen, bin ich auch nicht so sicher, ob das nicht zu viel Gewehrmunition ist dann. Das sind Granatenpatronen, das ist was anderes. Das ist für diese Unter- oder diese Granatwerfer, die man unter die Waffen machen kann. Das ist nicht das Gleiche, deswegen hilft mir das nicht. Nee, im Prinzip ist es das, was ich jetzt erstmal kaufen würde, diese russische Weste hier noch. Und dann hätte ich 600 und dann wollte ich nochmal nach anderen Sachen kaufen im sonstiges Bereich, die vielleicht noch interessant sind. Ja, hier sind halt diese Zielfernrohre, aber ich weiß halt nicht, was jetzt passt auf meine Waffen, die ich habe. Also ich hätte halt die SKS und da ein Zielfernrohr drauf zu basteln, wäre sicherlich nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob eins von diesen dreien da drauf passt. Nee, sind ja nur zwei. Hier steht AEK Sagia drauf. Ja. Genau, und das hier gibt mir jetzt keinen Anhaltspunkt, auf welche Waffe das passen würde. Vielleicht passt es auf die SKS. Aber das ist auch vom Preis her dann wirklich heftig. Genau, obwohl, und das obwohl das nur bei 70% ist, also das ist halt ein beschädigtes Zielfernrohr und kostet nur, also kostet 442. Okay. Genau, ich könnte höchstens noch gucken nach einem weiteren
mit ein paar, nach ein paar weiteren Magazinen für die Waffe, die Chris jetzt gefunden hat, also für die SKS. Wenn ich die finde, ja. Da ist so eine Munition. Dann würde ich davon noch zwei weitere nehmen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und würde das einfach so bestellen, denke ich. Das Einzige, was ich noch überlegt habe, war dieses Messer hier zu nehmen, weil das eben auch als Drahtschere genutzt werden kann. Und dann könnte ich die Drahtschere loswerden aus dem Inventar. Aber ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Gut, bleibt's dabei. Dann würde ich hier erstmal die Bestellung machen. Und das wird mir dann demnächst in Drassen abgeliefert. Okay, du hast ja einfach alles gekauft. Und dann geguckt, was passt. Ja, das kann man natürlich so machen. Aber das wäre mir jetzt zu teuer, ehrlich gesagt. Kann man natürlich dann im späteren Verlauf so machen. Und dann verscheibelt man es wieder bei Toni, wenn man es nicht gebrauchen kann. Genau, okay. Dann bestelle ich das mal. Und schicke das natürlich nach Drassen und nicht nach Bagdad. Das finde ich witzig. Ich weiß gar nicht genau, was passiert, wenn man hier irgendwas nach Miami oder so schickt. Drassen ist recht teuer, aber ich nehme halt auch nur den normalen Service und dann ist es nur noch halb so teuer. Gut, das wird jetzt in den nächsten Tagen ankommen und währenddessen werde ich noch mich um Drassen herum rumtreiben. Okay, gut. Ja, wenn du mit alles droppen spielst, dann wird so viel gedroppt, dann ist man fast nur damit beschäftigt, irgendwie zu verkaufen. Okay, gut. Die Lieferung ist unterwegs und dann schaue ich mal, was hier noch für eine E-Mail angekommen ist. Achso, das ist der Bericht für den zweiten Selbstbausöldner. Okay, dann schauen wir mal in dem Nachbarsektor, was da so los ist. Jetzt hier. Was tun? Lichterwald. Wahrscheinlich nix. Nix los. Einfach nur ein leerer Sektor. Mit Wald. Ja. Genau. Aber ich kläre halt immer alles auf. Jetzt würde ich wieder zurückgehen und dann Trevor, der hoffentlich ungefähr auf gleichem Niveau dann ist, mitnehmen mit den anderen. Bin gut angekommen. Ja, jetzt ist er ungefähr gleich wie Chris, was den Ausgeschlafenheitszustand betrifft. Und jetzt nehme ich ihn mit nach Süden. Guten Abend, Weizenspam. Wenn man Alma angreift, dann liegen da 1000 Items rum. Alles klar. Ja, super. Ja, das Item-Management wäre mir da ehrlich gesagt ein bisschen viel. So, stopp. Eine neue Nachricht. Ah, von Speck. Ich habe offene Posten. Ja, das stimmt. Und die werde ich jetzt auch gleich mal begleichen, weil ich nämlich weiß, dass demnächst einer von den Merc-Söldnern, ich glaube, es war sogar Flo. Willkommen bei MERC. Wir bieten Ihnen Qualität. Das ist unser neuer Slogan. Ach so. Ich dachte, ich frage Sie mal, wie Sie ihn finden, zumal Sie ja mit unserem Unternehmen vertraut sind. Ich bin da ja ziemlich parteiisch.
Ach übrigens, Sie haben doch daran gedacht, Ihre E-Mails durchzusehen. Ich habe Ihnen eine Mitteilung hinsichtlich der noch ausstehenden Zahlungen bei MERC weitergeleitet. Genau. Ich danke Ihnen vielmals. Genau, bevor Flo teurer wird, weil sie an Erfahrung dazu gewinnt, bezahle ich nochmal. Nebenbei bemerkt, ich habe mal mit Carp Melfield zusammengearbeitet. Er hat unser Gepäck für uns getragen. Das hat er, glaube ich, alles schon gesagt. Okay. Ach so, du lässt das alles immer liegen. Okay, das kann man natürlich auch machen. Ja, die Hillbillies, weiß ich gar nicht mehr, wo die sind, wo die sich rumgetrieben haben. Aber das war in irgendeinem Landsektor, ne? Okay, gut. Dann geht's weiter. Jetzt hier. Was tun? Links von Russen, ja, hier irgendwo, ne? Irgendwo hier in diesem Bereich. Keine Ahnung. So, neuer Sektor. Schauen wir mal da drüber. Dieser Sektor hat eine Straße. Das ist schon mal interessant, weil den Eindruck macht der Sektor, glaube ich, nicht, oder? Nö. Hier ist jetzt zumindest jetzt erstmal keine Straße zu sehen. Aber gut. E12, kann sein. Kann sein. E12, F10, E11. Viele Vorschläge. E11, F10. Könnte alles sein. Wird von denen nicht auch irgendwann mal erzählt? Oder trifft man die nur so zufällig? Es lohnt sich, aufzupassen. Bin bereit, weiterzumachen. Ja, ihr macht doch bitte noch weiter. Jetzt hier. Was tun? Und könnt jetzt auch mal eben ein Schläfchen einlegen, damit ihr zumindest fit seid. Wenn dann hier Gegner kommen. Ah, die Bürger von Cambria wollen, dass ich das Problem löse. Ja gut, dann würde ich aber noch warten, bis ich nach Cambria komme. So, das müsste... Ah, nee, jetzt bin ich bei San Mona runtergegangen. Ich habe doch eigentlich nochmal hier drauf geklickt. Das müsste jetzt eigentlich ein Sektor mit Fluss sein. Ist er auch, sehe ich schon auf der Minikarte. Genau, da fließt nämlich einmal der Fluss durch. Von Norden nach Süden. Yes, aber sonst nichts Besonderes dort. Und alles klar. Nächster Sektor, nächstes Ziel südlich von Drassen. Bin gut angekommen. Wieder ein Wassersektor. Ein Wassersektor mit einer befestigten Brücke. Hier sind so Steine im Wasser. Auch ganz nett. Und Wald. Die würden jetzt auch da durchschwimmen, die Söldner, anscheinend. Da darf man dann keinen Nichtschwimmer dabei haben. Dann gibt's Ärger. Okay, gut. Soweit, so gut. Und dann würde ich den Rückweg quasi jetzt machen über den Sektor mit den Dreien. Und noch ein Schläfchen einlegen in Drassen. Denke ich. Ich hoffe, die Truppen von Dread Runner kommen nicht so schnell, aber ich speichere an der Stelle vielleicht einfach mal... Ups, falsches Menü. Um das vielleicht noch anders zu regeln, wenn ich jetzt sehe, dass das... Dass es so ist, dass dann die Truppe von Dead Runner auf dem Flugabwehrgelände landen, bevor ich wieder da bin mit meinem Team. Verstanden. So, ich gehe erstmal nur hoch
in den Mittelsektor. Ich wäre nicht dagegen, wenn ich mich zum Schlafen zurücksehen könnte. Genau, denke ich mir schon. Jetzt hier. Was tun? Schlafen. Grizzly kann auch schlafen. Und dann schlafen sie jetzt mal alle. Noch ist nichts zu sehen. Keine roten Pünktchen außer den dreien. Von daher denke ich, ich habe noch ein bisschen Zeit. So, jetzt ist Chris... Chris ist wieder wach. Trevor und Dimitri könnten noch ein bisschen Schlaf gebrauchen. Dann übe ich mal mit Chris noch ein bisschen Führungsqualität. Und wieder ein Job erledigt. Und stopp. Ja, ihr könnt weiter trainieren. Und Trupp 1... holt sich jetzt mal die drei, die hier übrig geblieben sind bei dem Kampf im mittleren Drassen. Stopp. Vielleicht lade ich auch noch ein bisschen was ab oder ein. Mal gucken. Ja, eigentlich ist es Quatsch, was abzuladen, eher was einladen. Ach, da liegen 4 von den Pistolen rum. Ne, 2. 2. Noch ein paar Hosentaschen frei. Biff hat noch was frei. Okay. Was hat der denn? Ach, Dimitri braucht mal Munition von Chris ein bisschen. Geben wir ihm mal so. Naja, einer reicht. Er ist ja knapp an Munition. Naja, mal schauen. Okay, gut. Ne, den Rest lasse ich erstmal da liegen. Das würde ich dann, wenn ich wirklich mich auf den Weg mache, zurück nach San Mona einsammeln. Und sonst könnte ich, naja, ich warte mal bis nach 16 Uhr, um dann auch den Kampf machen zu können mit Grizzly. So. Halte die Augen offen. Meine Sensoren bestätigen Feinde in der Gegend. Das sollte einfach werden, denke ich. Selbst wenn ich jetzt da lande, wo die Söldner direkt sind, habe ich jetzt eigentlich keine so großen Sorgen, dass wirklich was passieren würde. Aber, na, ich bleib mal hier beim Baum. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Okay, ja, was zu beweisen war. Rucksack, ja, danke, Rucksackerinnerung. Packe ich gleich runter. Und das Chris ist der Einzige, der einen Rucksack hat. Ich guck mal nach mit Trevor noch nach Süden. Da ist jetzt niemand. Im Norden auch niemand zu sehen. Okay. Wie nah sind die denn? Da könnte man sogar versuchen, mit der Schrotflinte zu zielen. Vielleicht auf den, der stark ist. Der hat ja noch mehr Gesundheitspunkte als der gesund ist. Ja, das wollte ich jetzt nicht, ihn am Bein treffen. Ja gut, was soll's. Dann habe ich ihn wohl am Bein getroffen. Dann kann ich auch nachladen. Ganz schön Aktionspunkte lastig, ja. Die Schrotflinte. Okay.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich frage mich aber, wo der dritte ist. Ich hoffe, der dritte ist nicht südlich von mir, aber kann eigentlich gar nicht. Ich habe ja schon nach Süden geguckt. Der wird wahrscheinlich ein bisschen weiter nördlich stehen. Und jetzt schaue ich mal, dass ich den hier noch erwischen kann. Okay, den hat es auch niedergelegt. Yep. So, ich duck sie mal ein bisschen Ja. ab. Und Hier. dann darf Chris nochmal. Und der ist schlecht. Dann kannst du ihm noch. Ich denke, das reicht auch mit der Pistole. Ist ja in Waffenreichweite. Und das sind nur Operation gelungen. Patient tot. sehr wenige Könnte einen AP, die Blick ich dann wert verbrauche. sein. Und ich nehme mal an, der aus dem Norden wird jetzt gleich runtergerannt bekommen. Hier. Nö. Nicht zu sehen bisher. Ja. Ja. Aktionspunkte hatten sie aber nicht mehr. So, Dimitri, mach du einfach. Ja, du musst aber treffen. Ja. Hat Trevor noch eine Pistole? Ja, hat er auch. Ach, und die, für die ist es zu kurz. Ich mache einen Schritt nach vorne, dann passt es. Gut, dann hätten wir den Right on. auch. Hier. Und mit Chris. Steh mal auf. Guck mal nochmal da lang. Nichts zu sehen. Spannend. Steckt der sich irgendwo hinterm Baum? Scheinbar. Na, dann würde ich einfach mal in die Richtung zielen und gucken, ob jetzt da jemand kommt. Hier. Erstmal nicht. Mal speichern. Hier. Bin ich wieder im Da sind die Normalen? Gangster. Ah ja. Ich sehe sie. Da kommt er. Ja. Interessanterweise hat ihn Hier. Trevor zuerst gesehen. Und der ist jetzt direkt außer Waffenreichweite. Egal, es wird schon. Ja. Ja. Das Risiko gehe ich jetzt hier ein. Ach, der hat sogar ein Gewehr. Oh, da hätte ich mal ein bisschen mehr drauf achten sollen. Das ist dann tatsächlich sogar ein bisschen gefährlich, wenn der ein Gewehr hat. Ich stolz sein. Okay. Dass ihn Ja. Dimitri jetzt getroffen hat, ist natürlich schon mal gut. Und wenn ihn Trevor auch trifft, ist natürlich noch besser. Jetzt hat sie ihm ordentlich AP abgezogen. Bringt er sich lieber ein Ja. bisschen in Sicherheit, um sich dann von Dimitri erledigen zu lassen. Stimmt's? Fast. Hier. Gehe jetzt hier nicht auf Nummer sicher. Das lohnt sich nicht. Operation gelungen. Patient tot. So. Hey, hey, alle weg! Aber sie haben sich immerhin redlich bemüht. Die haben sich total redlich bemüht. So. Okay. Ein Stahlhelm mit Tarnüberzug gibt es wieder. Eine Makarov und ein Magazin. Alles nicht der Hit. Ich verstaue das einfach mal alles irgendwie. Irgendwo. Naja, Gewicht passt. Das Gewicht passt noch. Das ist nicht die Munition, die er braucht für seine Pistole. Tja, das liegt jetzt hier erstmal rum.
Gut. Ja. Genau, eine SKS habe ich. Gut, und dann würde ich jetzt mit dem Trupp wieder zurückgehen nach... Wobei, eigentlich ist ja Quatsch, wenn ich jetzt zurückgehe. Weil bisher ist kein Gegner zu sehen. Könnte ich vielleicht auch noch die beiden Sektoren hier aufklären. Und dann den großen Bogen zurückgehen. Na, ich speichere mal nochmal an der Stelle. Ich meine, irgendwann müssen die ja kommen. Die Runner hat sie ja angekündigt. Juhu! Ich habe meine Aufgabe erledigt. Ja, weiter, weiter. Mama wäre stolz auf mich. Bin bereit, weiterzumachen. Mhm. Wir machen Stopp und weiter. Denn es ist 18 Uhr. Jetzt kann Grizzly auf jeden Fall mal die Runde drehen. Grizzly, sage ich. Medizin und Weisheit hat er gelernt. Weisheit, tatsächlich. Wow, okay. Weisheit lernt man relativ selten was dazu. Ja. Ach, gut. Gut, Toni ist da. Dann werden wir gleich mal mit Toni reden. Ob er irgendwas Neues, Interessantes für mich hat. Ja. Zeig mir, woran du Interesse hast. In seinem Regal, ja. Maschinenpistolen. Nee, das ist... Das ist nicht das, was ich möchte. Auch die MP5-4A ist nicht so doll. Das Gewehr hätte eine Reichweite von 17. Das auch. Ja, aber es ist alles nicht so der Hit. Das würde ich jetzt nicht kaufen. Zwei Beine hat er. Und ein Mündungsfeuerdämpfer ist jetzt aber auch nicht das, was ich im Moment wirklich brauche. Das Einzige, was ich überlege, wäre Granaten. Aber eigentlich muss ich das auch gerade nicht kaufen. Was ist denn das für eine Patrone? Das ist eine einzelne Patrone. Okay. Dick Kazel, ein genialer Konstrukteur, entwickelte diese stärkste Patrone, bei der normale Revolver auseinanderfliegen. Sie basiert auf der 45er ACP, die Hülse wurde jedoch verstärkt und verlängert. Okay, und für welchen Revolver ist das? Für diese hier? Wahrscheinlich für diesen Einschussrevolver, den wir beim letzten Mal gesehen haben. Okay. In dieser Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. 40er oder 45er? Was brauche ich? 40er oder 45er? Nee, Mini 40? Da muss ich jetzt mal nachschauen. Vielleicht ist das das Magazin, was ich brauche für meine eine Waffe. Vielleicht nächstes. Wo ich immer Munitionsprobleme habe. Die hat... Wer hat denn die? Ira hat die. Ne, 10mm Auto, okay. Das sieht nur so ähnlich aus. Da denke ich immer, das ist das. 10mm Auto. Okay. Aber diese 40er Munition habe ich auch irgendwo, glaube ich. Muss ich mal nochmal durchgehen. Ja, das ist... Ach, 45er, egal. Die ist es nicht, die ist es nicht. Ja. Braucht man ganz sicher nicht, okay, gut. Zeig mir, woran du Interesse hast.
Wahrscheinlich meinst du die Munition hier, ne? Vielleicht okay. Nächst. Ja. Ne, da gibt's nichts Neues. Aber ich werde mal bei Hans vorbeigehen. Hallo Hans. Du wirst ja hier noch zum Stammkunden. Ja. Genau, und ab ins südliche San Mona zum Boxtraining. Ich bin da, wo ich sein soll. Und ja, achso, du okay. Muss an dem Türsteher vorbei. Ja? War schon mal bei Madame Layla gewesen? Ja, schieß dich in den Wind. Schieß dich in den Wind. Warum lässt er mich nicht mehr rein? Warum lässt er mich nicht mehr rein? Das hier ist blöd. Das ist ja jetzt blöd. Hat er zu wenig Führungskraft? Und vorher war ich drin, oder wie? Hier ist das Zweibein auch nicht drin. Wo ist denn dieses Zweibein abgeblieben? Also ich hätte jetzt angenommen, dass es hier drin ist. Das ist ja ein Ding. Jetzt steht da auch nicht in dem... Ich hätte hier Sprengstoff, aber keinen Zünder. Sonst würde ich einfach ein Loch in die Wand sprengen. Schieß dich in den Wind. Wie komme ich da rein? Ich will doch hier meine 5000 machen. Meinst du, es war ein Bug? Dann kann ich vielleicht einfach nochmal laden? Ich weiß nur nicht, wo ich das letzte Mal war. Bevor ich den erschossen habe hier. Hier. Genau, der eine fehlt noch. Ja. Hier. Jetzt zeigt er sich nicht. Nee, natürlich nicht den Sektor verlassen. Ja. 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 Juhu. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Ich guck gleich nochmal. Ja. Hilft ja nichts. Ich muss da rein in die Bar. Es kann sein, dass es an der Führungskraft liegt, aber ich möchte meinen, ich war mit Grizzly auch im Nachhinein schon einzeln. Hier. Ich tue, was ich kann. Fürs Laufen. Ja. In der Bar. Ja. So, der hat mich noch gar nicht gesehen. Hier. Yeah.
Hier. Operation gelungen. Patient tot. So, hey, hey, alle weg. Aber sie haben sich immerhin redlich bemüht. Nochmal eine kurze Einsammlung. Ist genau der gleiche Loot. Gute Nacht. Interessanterweise bleiben jetzt zwei Magazine liegen. Anscheinend ist es doch nicht ganz genau der gleiche Loot, weil ich hatte, glaube ich, vorhin nur zwei 9x19 mm Magazine gedroppt und jetzt waren es sogar vier. Ja, ich schaue gleich nochmal, was er jetzt sagt, wenn ich jetzt nochmal hingehe. Bei Tag 10. Müsste ja schon der neue Tag sein. Juhu! So. Ich guck schon mal nach. Es kann sein, dass jetzt die Ware eine andere ist bei Toni. Ja. Ich weiß nicht, wann die generiert wird. Zeig mir, woran du Interesse hast. Nee, sieht aber gleich aus. Nee, ist die gleiche. Vielleicht nächstes Mal. Wird wahrscheinlich zu Tagesanfang generiert. Und dann... Du bist ja hier. Ich habe auch überlegt, ob ich Spike einfach mal ausreden lassen soll. Ja, ist so ein bisschen die Frage, wie der Algorithmus funktioniert. Ich weiß, dass es immer um 10, also da bin ich sehr sicher, immer um 10 gibt es die neue... ich bin da, wo ich sein soll. Gibt es die neue Ware bei den unterschiedlichen Händlern. Aber es kann ja sein, dass zwar die neue Ware da ist, aber dass sie erst in dem Moment generiert wird, wenn man den Händler öffnet. Und dann wäre es halt wahrscheinlich eine andere gewesen. So. Gute Nacht. Schauen wir mal, was Spike jetzt sagt. Vielleicht muss ich ihn auch nur ausreden lassen. Ja? Was? Du bist nicht von hier, oder? Jetzt ist er noch unfreundlicher. Vorhin hat er gesagt... ob ich schon mal bei Layla war. Schieß dich in den Wind. Schätze, du willst da rein, was? Ah. In Ordnung. Du siehst okay aus. Okay. Dann geh mal aus dem Weg, ja. Kollege. Okay. Naja, gut. Sehr eigenartig. Ja. Aber jetzt ist eben auch Darren noch nicht da. Das heißt, ich kann an der Stelle noch ein bisschen weiter üben. Und ich hoffe, er bekommt seinen Weisheitspunkt auch jetzt, wenn ich weiter mit Medizin übe. So, okay. Jetzt bin ich drin. Danke für den Tipp. Ich bin bei denen immer ein bisschen vorsichtig. Vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Weil die schnell so aggressiv reagieren. Mama wäre stolz auf mich. Ich lerne schnell. Bin bereit, weiterzumachen. Dann macht das bitte. Bin gut angekommen. Okay, dann sind wir hier oben angekommen. Gucken wir mal durch den Sektor durch. Auch hier gibt's nichts Interessantes. Auf dem ersten und auf dem zweiten Blick. Okay. Und dann wäre noch dieser.
Oder ich gehe noch mal in den. Okay. Ob die Truppen von Dead Runner noch irgendwann kommen? Ich bin langsam Zweifel. So, und jetzt ist 18 Uhr, jetzt ist Darren da. Und ich kann mit Grizzly wieder kämpfen. Ja, ich denke auch, da sollte ein Gegenangriff kommen. Der wurde auch angekündigt. Nur bisher war er nicht da. Fünf, okay. Darren, das ist für dich. Also sind Sie hier, um Ihre Männlichkeit wieder unter Beweis zu stellen. Keine Frage. Inzwischen wissen Sie ja, wie alles hier abläuft. Ich brauche eine Frau für den Kampfjob hier, damit er auch sagt, Ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen. Sobald Sie mir Geld geben, werden wir weitersehen. Habe ich das schon gemacht? Sehr gut. Herr Ich schnapp ihn mir, Boss. Sehr schön. Ja, Weizen, ich hoffe es. Also ich hoffe, da kommt irgendwann der Gegenschlag. Peter Klaus, einer meiner Wir kennen uns. Ein neuer Kampf. Sind die Kämpfe bereit? So. Ich hüpfe wieder an meiner Lieblingsstelle rein. Du musst rennen und dann kommst du auch an. Oh, verfehlt, das ist nicht gut. Ja. Er aber auch, von daher egal. Verdammt. Ein Treffer. Das könnte ich verkraften. Okay. Ja. Dann wäre das schon erledigt. So, jetzt nochmal hau ich nicht drauf, nicht, dass er nicht stirbt. Wir haben unseren Gewinner. Eine beachtliche Leistung. Hier ist Ihr Gewinn. So, und wieder 5000 Dollar verdient. Sehr schön. So muss das laufen. So, Grizzly. Hast du Verbandszeug? Hast du gar nicht. Oh. Da haben wir Sanitaschen. Ist ja auch nicht das ideale Verbandszeug, aber wenn wir nichts anderes haben, dann nehmen wir eben eine Nee, hat er doch. Hat er ja doch. Okay. Dann verbinde dich kurz. Sehr gut. Und dann bleiben wir hier und du übst weiter Medizin. Jetzt hat er aber noch keinen... Ach doch, er hat den Weisheitspunkt, glaube ich, bekommen, ne? Das Gebäude ganz oben ausgeraubt? Nö, ich war noch gar nicht in den anderen Gebäuden. Warum eigentlich nicht? Ich vergessen. Kann man mal gucken gehen.
Aber muss ich die aufbrechen? Dann kann ich wahrscheinlich da nur mit Trevor rein. Stimmt, du hast ja gesagt, hier gibt es noch irgendwie eine Waffe, ne? Stimmt, ich habe die übersehen. Ich bin hier nur nach unten gegangen, war in den Häusern und bei Klaus. Und die Häuser da oben habe ich tatsächlich übersehen. Ja. Da darf mich jetzt keiner sehen. So. Verdammt. Verdammt. Nichts. Also bei dem Haus ist es, glaube ich, relativ egal, ne? Nichts. Gut. Vakuumgranate. Auch nicht schlecht. Und 556er Hohlspitz. Nichts. 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 Aber ich denke mal, in das Haus komme ich gar nicht erst rein mit Grizzly. Nichts. Nichts. Da werde ich wahrscheinlich Trevor brauchen mit seinem... Nichts. Oh, da kommt einer gerade. Oh ja, passt schon, ne? Wir sind Freunde. Ja. Ja, der würde mich jetzt halt hier total sehen. Okay. Muss ich vielleicht kurz warten. Guck ich später rein. Mama wäre stolz auf mich. Ich mache Fortschritte. Jetzt hier. Was tun? So, ein neuer Sektor. Lichter Wald und Berge anscheinend im Norden. Nee, doch nicht. Doch auch nur Wald. Sonst nix. Tja, wenn jetzt hier keiner kommt, bis Omerta noch rübergehen und dann zurück? Ich versuch's. Ich meine, der Gegenangriff, der muss eigentlich irgendwann kommen. Okay. Zur Not lade ich an der Stelle nochmal neu. Und wieder ein Job erledigt. Oh, stopp. Ich bin zu weit gegangen. Ich habe vergessen, in dem Sektor runterzugehen. Jetzt bin ich schon drüben. Ja, War jetzt doof von mir. Oh, nee. Aus dem Slot hier bitte laden. Aus dem Slot bitte laden. Genau, nur nach hier. Verstanden. Okay, ungezogen. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Gut angekommen. Schön, dass du dabei warst. Schlaf gut und dann einen guten Tag morgen. So, auch hier ein relativ unspannender Sektor. Ja, die mit den Häusern, die sind meistens irgendwie da, wo auch Straße zu sehen ist. Aber hier oben, man sieht ja auch ein Haus und da ist ja tatsächlich auch ein Haus gewesen. Okay. So, und eine E-Mail kam auch. Genau, Flo hat Fortschritte gemacht, jetzt ist sie teurer und ich habe sie ja zum Glück ein bisschen vorher bezahlt. Sie ist nämlich an Erfahrung aufgestiegen, die Flo, weil sie Milizen trainiert. Und wieder ein Job erledigt. Yes. Hätte nicht dagegen, wenn ich mich zum Schlafen zurücksehen könnte.
Ja, dann könnt ihr gleich schlafen, wenn ihr angekommen seid in A11. Soldaten sein hier. Oder auch nicht. Trevor ist erschöpft. Da gibt es auch Gebäude. Nee, geht leider so nicht. Geht leider so nicht, weil die sind jetzt einfach zu erschöpft. Ja. Dann mache ich das anders, dann lasse ich sie erst schlafen. Und dann kommen die Soldaten vielleicht auch zu mir. Jetzt bin ich ja. Ja, ja. Gehe ich mal vielleicht hier in der, zu den Steinen. Oder zu den Steinen, das ist ein bisschen mehr in der Mitte der Karte. Oh, da liegt ein Reifen. Ja, ja. Da liegt ein Reifen. Interessant. Da können, kann man Sand reinmachen, Kies, und dann können da die Kinder drin spielen. Yeah. Wunderbar. Yep. Okay. Gut, und dann schlaft ihr da erstmal. Und dann sehen wir weiter. Das sind jetzt aber, das ist jetzt nicht die Truppe, die, die hier angreifen würde, glaube ich nicht. Dafür sind die in dem falschen Sektor. Wieder ein Job erledigt. So, das müsste die Nachricht wegen Flo sein. Ja, genau. Und die beiden sind schon ausgeschlafen. Nur Trevor nicht. Greife ich jetzt an? Oder bleibe ich hier? Ich meine, die kommen auch zu mir. Die kommen nur nicht unbedingt dahin, wo ich sie ja hinhaben will. Wobei sie, wenn sie wandern, dann kommen sie da bestimmt hin. Ich lasse sie mal was üben. Bin bereit, weiterzumachen. Jetzt in der Nacht rüberkommen. Komm nicht. Kommt keiner. Ab in die Falle wieder. Haltet die Augen offen. Jetzt kommen sie. Meine Sensoren bestätigen Feinde in der Gegend. Gut. Das sind ja jetzt recht viele. Hier. Es ist Feind. Wir angreifen müssen. Danke für die Rucksackerinnerung.
hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht dran gedacht. Hier. Auf dem Po denn mit ihm? Ja. Ja. So, und die werden ja wahrscheinlich jetzt alle von links kommen. Hier. Ja. Kann ich schon mal drauf warten. Nee, wir ergeben uns nicht. Bei dir läuft der Cooldown noch? Wirklich? Habe ich so einen langen Cooldown drin? Nee. Ich habe jetzt einen Cooldown reingemacht, weil ja Diamantrix damit immer gleich rumgespammt hat. Weil er ja als Pentester ja engagiert ist in jedem einzelnen Stream auf der Welt, den es gibt. Genau, nur weil ihr mehr seid, habe ich jetzt keine Angst vor euch. Ja, ich sie sehen. Ihr seid zwar mehr, aber ihr könnt nichts. Ja. Okay, jetzt ist er mal ein bisschen näher gekommen. ...3,5 Minuten noch. Hier. Ich hatte, glaube ich, einen 5-minütigen Timer eingestellt. Ja. Das wundert mich jetzt. Hier. Weil du hast doch nicht vor 1,5 Minuten... Weil... Ach so... Das ist gar nicht personengebunden, sondern generell. Okay. Okay. Ja gut, das reicht aber auch, ne? Also wenn einer das schreibt. Also es ging mir jetzt im Prinzip darum, ich meine, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn Diamantrix seine Kanalpunkte raushaut. Und also ist ja jetzt auch nicht viel, kostet ja nicht viel. Aber man sieht halt in den Chat nicht mehr. Und wenn das halt hochgescrollt wird, dann kann man nicht mehr alles lesen. Das ist dann ungünstig. Und ich kann halt nebenher nicht aus dem Spiel raus und da irgendwie den Chat bewegen. Leider. Ich glaube, es wird mal Zeit, die SKS rauszuholen. In der nächsten Runde. Hier. Okay. Ja. Sehr schön. First Blood. Oh, fucking hell. Hier, Zielobjekt in Sicht. Also bisher habe ich keinen mit Gewehr gesehen. Hier. Und wenn die keine Gewehre haben, müssen die erst relativ nah ran. Verdammter Mist! Wie ihr ja inzwischen wisst, weil die aus irgendeinem Grund zu viel Blei in der Luft. Hier. Nicht außerhalb ihrer Waffenreichweite schießen wollen. Und ja. Da das so ist. Gut, wir alle sterben zusammen. Immer ruhig, Dimitri. Könnten mal eine Granate versuchen, aber eigentlich würde ich fast sagen, das ist vergeudet. Ich meine, das sind 3, 6, also 9 und 10, 11. 11 Gegner. Wir sehen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier unten waren noch 2. Könnte schon eng werden. Wenn sie denn mal kommen wollen.
Huch, einer weniger. Hier. Ja. Oh, Trevor hat noch seine Unterbrechung. Ja. Ah, die trauen sich halt auch nicht, ja? Nee, für den nehme ich die Unterbrechung nicht. Mal gucken, ob noch jemand wirklich nah ranstürmt. Verdammte Scheiße! Die trauen sich auch wirklich nicht. Verdammter Mist! Ja. Muss ich eigentlich überhaupt nichts befürchten? Ja. Ich kann sie mir einen nach dem anderen vornehmen. Ich kann bei Grizzly sogar auf Pistole umstellen. Dann soll er mit Pistole schießen, weil er nicht so viel Munition hat für die Waffe. Hier. Na, da ist der Baum im Weg. Ja. Ja, ich wollte eigentlich die Unterbrechung aufheben für jemanden, der von unten kommt, okay. Der war jetzt natürlich unangenehm. Da muss ich das doch nochmal neu laden. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass sich der denn doch mal traut, außerhalb der Waffenreichweite zu laden. Zu schießen. Zu laden, sage ich schon. Na, dann würde ich mal gucken, ob ich den hier vielleicht treffen kann, wenn die anderen hinter der... Ja. Hinter dem Baum sind. Und dann doch mal den Kopf wieder runternehmen. Ja. Und Trevor wartet noch auf seine Unterbrechung. Oh, fucking hell. Oh, fucking hell. Okay, dann wollen sie doch mal kommen. Oh, fucking hell. Trevor hat keine Unterbrechung bekommen. Yep. Ja. So, Dimitri. Dimitri, man kann sich nicht auf dich verlassen. Hier. Okay, ich spiele auf doch auch nicht mehr sicher. Ja. Hey, ich möchte gerne Trevor anwählen. Hier. Ja. So. Oh, fucking hell. Oh, fucking hell. Oh, fuck. Ja, das ist, weil Dimitri so zittert. Yep. Ah, hell's bells! Na, warum regt er dich jetzt auf? Sich ja schon über andere aufregen können. Nimmst du die Unterbrechung und schieß mal auf den da. Und triffst nicht. Ja. So, ich habe eine gute Idee mit Dimitri, wie der auch treffen wird. Wahrscheinlich. Ich gebe ihm einfach das Messer. Ich sie sehen. Und ich lasse ihn mit dem Messer werfen. Und schon sieht die Welt viel rosiger aus für Dimitri. Welch schöne Farben. Wunderschön. Ich stolz sein. Wunderschön. Und warum geht das jetzt? Weil Dimitri Experte im Messerwerfen ist.
Darum geht es. Deswegen kriegt ihr auch immer mal immer die Messer von mir. Und ich hoffe, die sind jetzt nicht verschwunden. Sollten sie eigentlich nicht. Normalerweise sind die immer noch bei dem Opfer dann zu finden. Keine Sorge, Sportfreund. Nur bin ich nicht sicher, ob es sitzt. Der war knapp. Hier. Der sieht den da unten nicht, okay. Na, Chris, dann halt den Kopf unten. Der schießt außerhalb von der Waffenreichweite. Oder der hat eine Pistole, die wirklich eine große Reichweite hat. Oh, fucking hell. Hier. So, den Trick kann ich jetzt nicht nochmal bringen mit Dimitri. Ich muss mich darauf verlassen, dass Chris mit seiner Pistole besser schießen kann als Dimitri. Sieht schlecht aus. Okay. Super. Man muss immer ein bisschen meckern. Ja. Ja. So, der ist jetzt ein bisschen näher dran. Tada, vielleicht wird es jetzt was. Ja. Sogar gleich zweimal. Okay, dann haben wir sie schon mal eingedampft auf noch 8. Wir sehen aber nur 3. Hoffentlich schleichen die sich nicht hier unten rum. Der ist relativ gefährlich, wenn der mit seiner reichweitenstarken Pistole aus der Entfernung auf uns schießt. Oh, fucking hell. Oh, fucking hell. Yep. Der sieht auch so aus, als würde er gerne schießen wollen. Ja, das ist die Frage, ob die sich auch von hinten anschleichen. Aber ich glaube eher nicht. Stirbt den... Um den brauche ich mich nicht mehr zu kümmern. Ja. Okay, Dimitri. Verdammte Scheiße. Du kriegst eine neue Chance. Hier sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 von 8. 6 von 8 sind im Sichtfeld und ich glaube, die anderen schwirren hier auch irgendwo rum. Aber ich schieße nicht auf den Kopf, sondern mal. Ja, wunderbar. Da lohnt sich dann die diese Munition, diese spezielle, was ist das, wie hieß der nochmal? Glaser, genau, Glaser. Wenn der Gegner keine Rüstung anhat, dann haut es übel rein. Du hast 7 Actionpunkte, du kannst ihn nicht mehr hinlegen. Okay. Hier. Das macht mir Angst. Die Scheiße. Noch nicht an Zeit für mich. Na, zum Glück, Dimitri, zum Glück. Das hätte jetzt auch in die Hose gehen können. Ja. Na, schauen wir mal, ob der auch keine Rüstung anhat. Nope. Gut. Was steht denn da zur Glaser-Munition? Die Glaser Blue Top-Patronen enthalten in ihrem Kunststoffmantel feinen Stahlschrot, der sich beim Auftreffen auf das Ziel ausbreitet und sofort beim Gegner einen Schockzustand und Trauma auslöst. Erreicht eine sehr hohe Mannstoppwirkung. So kann man das bezeichnen, würde ich sagen. Allerdings, wenn der Gegner Rüstung trägt, dann wirkt es so, als hätte er
Also als würde er gar nicht schießen, dann in dem Fall. So, jetzt haben wir mal den gefährlichen Weitschützen mit Pistole auch erledigt. Oh, fucking hell. Drei, yep. Vier. Fünf sind noch übrig. Keine Sorge, Sportfreund. Nur bin ich nicht sicher, ob es sitzt. Den sieht er leider nicht. Also er sieht ihn, aber er kann nicht auf ihn zielen, da der irgendwie ganz doof hinterm Baum ist. Ja? Verdammte Scheiße! Oh, fucking hell. Ja? Na, kommt. Oh, fucking hell. Au. Oh, fucking hell. Oh, fucking hell. Ja? Das dauert mir jetzt zu lange. Bei 33 Schaden. Da müsste der so lange warten, bis zum Hochheilen. Oh, fucking hell. Oh, fucking hell. Komm. Oh, fuck. Komm. Hell. Ja? Okay. Hier. Ach, den sieht er nicht. Sieht er trotzdem nicht. Schade. Ja? Schade. Ungezielter Gut. Schuss. Ungezielter Schuss ist besser. Hier. Oh, fucking hell. Hier. Also, wenn man immer lädt und speichert, dann ist es natürlich deutlich einfacher. Vier. Einer hier oben, einer hier hinten, der hier unten, der hier immer nur rumsitzt und der stirbt. Oh, fucking hell. Hier. Yep. Oh, fucking hell. Yep. Tja, sie wollen nicht. Hier. Dann würde ich jetzt mal versuchen, Unterbrechung zu bekommen. Yep. Hab dich, du Hundswort. Oh, fucking hell. Leider nicht. Yep. Leider ja nicht. Hier. Ja? Dimitri trifft ja nicht, das ist ja das Problem mit dem. Oh, fucking hell. Hier. Jetzt hat Chris eine Unterbrechung. Hier. Super. So, da waren es noch zwei. Ja. Versuch's mal. Ja, also der war jetzt schon gut geschossen, aber leider ist der hinter dem Baum. Ja. Jetzt bewegen sie sich keinen Meter mehr. Yep.
Ja. Jetzt bewegen sie sich nicht mehr. Hier. Na gut. Sieht ihn nicht. Alles klar. Könnte einen Blick wert sein. Hier. Verstanden. Hier. 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 Verstanden. Jetzt mache ich das nämlich. Hier. Und schleich mich an die von hinten an. Hier. Verstanden. Weil Chris ist ja Schleicher. Hier. Verstanden. Da würde ich mal die Fertigkeit ausnutzen. Hier. Versuchen sie auszunutzen. Hier. Hier. Da müsste auch ein Schalldämpfer drauf sein, genau. Aber er sieht ihn noch nicht. Hier. Also er sieht ihn schon, aber... Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Er trifft ihn nun nicht. Keine Muni mehr. Ja. Sehr gut. Jetzt muss er sich herauswagen. Ja. Ganze Kampftruppe Rückzug. Okay, der unten ist schon verschwunden, oder was? Ja. Okay. Grizzly, neue Chance für dich. Nein. Nee, eigentlich nicht. Ja. Eigentlich nicht. Ist der noch da? Oh, fucking hell. Hier. Oh. Das war jetzt aber teures Nachladen. Hier. Er ruft nach Rückzug. Aber das war, das, er hat nachgeladen aus dem Gewehrmagazin. Das gibt's doch nicht. Okay. Aus dem Gewehrmagazin nachgeladen, deswegen war es so teuer. Super. So. Und wenn der da hocken bleibt, dann hole ich mir den anderen auch. Hier. Mit Chris von hinten. Alles klar. Hier. Obwohl der das natürlich jetzt ahnen könnte. Aber das wird er nicht. So gut ist dann die KI nicht. Hier. Das ist eine ganz besondere KI. Alles klar. Ganz besonders dämlich. Hier. Hier. Hey, so ein paar sind immer gerne am Campen und das ist anscheinend... Hier. Sind anscheinend jetzt hier die beiden. Hier. Hier. Thyrawal, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du wieder dabei warst. Ja, die Bäume sind schon echt stark als Deckung.
Schlaf gut und einen guten Tag dir morgen. Hier. Mal gucken, wie weit ich rankomme. Hier. Mal gucken, wie weit ich an den rankomme. Hier. Okay. Na dann. Schauen wir mal, was so ein Rambo-Messer taugt, würde ich sagen. Hey, hey, alle weg! Aber sie haben sich immerhin redlich bemüht. Könnte einen Blick wert sein. Ja, sehr schön. Redlich bemüht haben sie sich. Ja, ist eigenartig. Also die haben ein Headset dabei. Das ist ungewöhnlich. Würde ich sagen. Weil das ja jetzt keine besonders guten Söldner sind. Okay. So, Dimitri kann wieder die Wurfmesser zurückbekommen. Die hat er ja in besonderem Maße gut eingesetzt. Und dann lade ich mal seine Waffen nach. Ein bisschen Glasermunition hat er noch. Aber sonst ist, glaube ich, 9x18 ist das. Nee, es ist 40er. Das ist dieses Magazin. Hat er noch ganz gut. An Vorräten für seine Pistole. So, das ist Leuchtspurmunition, oder? Nee, Match. Wenn Sie nach schneller, präziser Munition suchen, kommen Sie an den Carbones Performance Match nicht vorbei. Mit dieser Munition erhöht sich die Reichweite Ihrer Waffe um 70 Meter. Das könnte erklären, warum der Typ mit seiner Pistole so weit schießen konnte. Interessant. Das stimmt aber nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sich dann die Reichweite der Waffe ändert, ehrlich gesagt. Ich würde es aber schon gerne mal ausprobieren. Nee, plus 70 Meter ist es bestimmt nicht, nee. Aber überhaupt generell, wenn ihr die Reichweite erhöht, das ist ja schon interessant. Okay. Gut, und die anderen. Ah, da kriege ich ja auch Munitionsprobleme mit. Wie es aussieht. Dann nehme ich mal lieber das mit. Weil die Pistolen sollte ich auch mitnehmen. Naja, irgendwann werden wir die alle mitnehmen. Das sieht man an der Waffe, meinst du? Also hier ist jetzt normale panzerbrechende Munition drin. Ich sehe hier Reichweite von 11, wie eben auch an der Waffe.
hinterlegt. So, dann lade ich mal diese Munition da rein. Und jetzt hat er eine Reichweite von 18. Also plus 7 Meter. Oder plus 7. Das kann man ja nicht so wirklich... Naja doch, so ein kleines Quadrat könnte schon ein Meter sein. Ist ja echt cool. Ist ja echt cool. Also die Munition sollte ich auf jeden Fall... Jetzt habe ich sie leider umkonvertiert. Kriege ich sie wieder zurückkonvertiert? Bei der... Ne, das ist auch das 15. Ach... Jetzt muss ich da... Muss ich da das draus machen? Ich glaube... Nee, Moment mal. Erstmal ein volles Magazin. Macht er nicht. Dann nimm es halt ins Inventar. Dann klappt's. Die Waffe ist natürlich auch besser. Sollte ich vielleicht auch eher die mitnehmen. Als eine Makarov. Und die Waffe da unten kann ich nochmal vollladen. So. Gut, der Rest bleibt erstmal liegen. Andererseits, Toni kauft Waffen. Und keine Helme. Lass ich lieber die Helme liegen. Yes. Okay. Plus 7 ist schon echt nicht schlecht, ey. Das werde ich mal der Fox geben. Damit kann die ja dann deutlich weiter schießen. Da. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Müsste ich auch nochmal bei Bobby Race gucken. Ob es diese Munition hier gibt. Nö. Gibt recht wenig Munition. Aktuell. Okay. So, aber jetzt müsste doch bald mal der Gegenschlag von Dead Runner kommen. Gut, wir haben das ja erledigt. Wie spät ist es eigentlich? Ja, gut, ein bisschen können wir noch. Haben das hier erledigt. Sichere das Spiel und... Okay. Gehe jetzt hier mal noch die beiden Sektoren ab. Oh, da kommen sie, glaube ich. Das sind erstmal nur 6. Jetzt komme ich jetzt noch realistisch zurück. Jetzt hier? Was tun? Nee, komme ich nicht. Halt. Okay. Gehe ich da oben rum. Bin gut angekommen. Das wird knapp überhaupt noch anzukommen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Naja gut, der braucht auch 3. Aber ist jetzt, selbst wenn, ist es nicht so schlimm, weil der Sektor steht jetzt voller Milizen. Also da wird, denke ich, auch nicht groß was passieren. Hätte ich jetzt
gar nicht wirklich zurückkehren brauchen. Egal. Ich kehre jetzt zurück. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Mhm. Wie schaut's denn aus? Nee, Trevor ist viel zu teuer, um ihm 2 Wochen anzubieten. Immer noch, obwohl ich jetzt schon 25.000 habe. Mhm. So, jetzt bin ich auf dem letzten Stück des Weges. Müsste jetzt eigentlich relativ gleichzeitig ankommen. Wir haben Besuch. Daedronas Männer sind im Anmarsch. Die sind jetzt vorher da, aber ist nicht schlimm, denn der Sektor ist mit 30 Milizen voll. Und da schaffen das Fox und Ira, denke ich. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt sehen musste. Auch alleine. Ich schaff's halt nicht unbedingt ohne Verluste an Milizen, wollte ich noch ergänzen, aber in dem Moment waren schon die ersten Milizen auf der Bahre. Aber kommen jetzt echt nur die 6 oder was? Nur 6 Gegner? 6 Elite wahrscheinlich. Zumindest die wir bisher gesehen haben, sind alles Elite. Der auch. Aber ist ja jetzt nicht wirklich vergleichbar mit dem Angriff auf Drassen. Da waren ja echt... Das war ja so eine Menge an Gegnern. Bin bereit? Ja, da werde ich auch nicht drum rumkommen. Muss ich näher ran? Genau, es sind nur 6. Okay. Yep. Okay, muss ich näher ran? Bin bereit? Es lohnt sich, aufzupassen. Fox ist wieder teurer geworden. Mal gucken, wann die Milizen mal schießen. Bisher sind sie ja nur Kanonenfutter. Sehr gut. Da ist ein Miliz mit einem Gewehr oder eine Milizin mit einem Gewehr. Die muss nicht ganz so dicht dran und ich bezweifle, dass irgendeiner von diesen
Milizen auch diese Match-Munition hat, dass sie auch nicht so dicht dran muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sind alle zu sehen. Ist gut. Die Armee. Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Bin bereit. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. So ein Schlachtfest. Kommen halt auch wirklich nur näher, um sich erschießen zu lassen. Mehr oder weniger. Zumindest die eine hat da schon ein bisschen was abbekommen. Also genau, den Sektor, den Angriff würde ich jetzt noch abwehren. Und dann würde ich... Ach, ich dachte, du siehst den. Wie sieht den? Ah, ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man den mal... Bin bereit. Und bei Fox... Ich habe ein bisschen Angst, dass sie die Milizen trifft, wenn ich hier jetzt schieße. Hab ich's gesagt? Nee, doch. Ja, doch, habe ich gesagt. Verflixt. Oh Mann, ey. Verflixt. Ich glaube, der ist tot. Und die wahrscheinlich auch. Naja, sie müssen immerhin noch treffen. Ne? Ich meine, nur dass sie da komplett ungedeckt stehen, heißt ja noch lange nicht, dass sie auch getroffen werden. Die schießen alle daneben. Ey, das gibt's doch nicht. Okay. Ja gut, also ich meine, so Elite ist es nicht, wenn man sich stehend dem Feind gegenüberstellt. Das war, glaube ich, so überheblich. Das war ungefähr so überheblich, wie ich war in dem Moment, wo ich dachte, ich bin hinter meinen Steinen da ganz sicher. Wo das dann doch nicht ganz der Fall war, ja. Oh, jetzt steht sie da oder hockt sie da. Mal gucken, ob ihr das teuer zu stehen kommt. Der sitzt jetzt hier auch ganz schön blöd, eigentlich.
Ich freue mich ja, wenn die sich wenigstens noch hinhocken. Okay, 3 hat es schon mal erledigt. Und richtig viele Milizen. Und ja, der 4., den habe ich schon ordentlich getroffen. Bin bereit. Sehr schön, Fox. Yep. Ira sieht und sieht ihn nicht. Jetzt sieht sie ihn, aber jetzt ist sie so nah dran, dass es wieder sehr gefährlich ist. Oh, sehr gut. Du hättest dich, statt zu schießen, einfach mal hinlegen. Nur so eine Idee. Statt zu schießen, sage ich. Schießen war schon gut, nur statt noch weiter ranzulaufen, meine ich. Einfach mal hinlegen. Okay. Der wäre dann auch erledigt. Der ist schon ordentlich getroffen. Und der auf der linken Seite, der ist noch relativ unbeschädigt. Der wird jetzt wahrscheinlich den Milizen umhauen. Da liegt was. Tränengasgranate. Da liegt was. Keine Ahnung, was es ist. Bin bereit. Toll. Da ist irgendwas. Nochmal das Gleiche. Ach, der hat nur eine Pistole, der Elite-Soldat. Naja. Langsam wird's doch. Der mit der Pistole hat natürlich dann das gleiche Problem wie meine Milizen. Okay, Weizen, du hast verpasst, wie die Milizen dann doch mal angefangen haben zu treffen. Und im Moment sieht es eher danach aus, dass die Milizen die... Also es ist nur noch einer übrig. Bin bereit. Die Elite-Soldaten umhauen. Yep. Schaut mal, hier! Bin bereit. Was liegt denn da? Verflixt. Ach, den siehst du da schon, okay. Wobei der mit seiner Pistole auch eine sehr hohe Reichweite hat, also... Ja, ich glaube nicht, dass es guter Loot ist. Mal gucken. Mal gucken. Es wird wieder okayer Loot sein. Und zu viel. Okay und zu viel. Hier unten wäre nicht schlecht.
Kann sie hinter den Baum? Nein, sie ist jetzt gar nicht hinterm Baum. Naja, gut. Wird schon werden. Okay, da liegt was. Ich denke mir, jetzt werden die Milizen ihn erledigen. Ja. Wir haben alle von Daydrunners Männern in diesem Sektor eliminiert. Na, immerhin wurden ein paar Milizen befördert. Aber es sind auch eine ganze Menge gestorben. Was ist denn das? Zählt es als Pistole? Es zählt als Pistole, dieses Ding. Mit einer Reichweite von 15 ist natürlich nicht schlecht. Die AP-Zahl ist recht hoch. Ist es eine Maschinenpistole? Ja, es hat anscheinend einen Feuerstoß. Aber hatte die kleine Beretta auch. Vielleicht. Beretta, natürlich. Vielleicht wäre das was für Fox. Als Alternative zu ihren Berettas. Mit einem bisschen mehr Reichweite. Mehr Schaden. Höhere Genauigkeit. Und sie könnte halt da im Ganzlinger-Mode mitschießen. Und Mega-Magazin. Mega-Magazin, welches ist denn das? Ah, 9x19. 50 Kugeln passen da rein. Das ist ja Wahnsinn. Diese halbautomatische Pistole verfügt über das bekannte 50-schüssige Helix-Magazin. Das sind sie ja nicht. Passt doch. Alec, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Bis demnächst. Ja gut, dann fülle ich das wieder auf. Ich glaube, dann ist das eine ganz nette Alternative zu ihren Berettas, die sie bisher hat. Und die Berettas würde ich dann als Zweitwaffe in ihr Inventar packen. Ach, man kann das nirgendwo unterbringen, weil das so ein Riesenmagazin ist. Na, das ist natürlich blöd. Aber es wird halt auch nicht leer. Wahrscheinlich. Wie da einfach mal alles reinpasst. Okay. Das ist auch irgendein komisches Magazin. 45 Kugeln. So, zwei Granaten, eine Sonnenbrille. Zwei Granaten, eine Tränengasgranate noch.
So, und sonst würde ich sagen, Toni kauft Munition und keine Rüstung. Waffen und keine Rüstung. Deswegen nehme ich weitere Waffen mit. Hallo Gustav. Jetzt bist du gerade erst gekommen, ne, Gustav? Ich wollte gerade Feierabend machen. Ich wollte Schluss machen. Ich habe gerade den erstaunlich kleinen Gegenangriff von Daydrunner auf die Raketenbasis verteidigt. Bereit? Musste mit dem Leben vieler Milizen bezahlen. Okay. Aber gut, das ist dann eben so. Und habe dafür im Ausgleich für Fox ganz interessante neue Waffen bekommen. Mit ein bisschen mehr Reichweite. Und einem gigantischen Magazin. Bin bereit. Da kann Fox ordentlich ballern mit ihrer Zweihandfähigkeit, würde ich sagen. Bin bereit. So, sonst würde ich die beiden jetzt wieder weiter Milizen trainieren lassen. Da sind ja jetzt einige bei verloren gegangen. Ja, und dann war es eigentlich eine blöde Idee, die anderen hier runterzuschicken. Weil jetzt brauche ich sie dort gar nicht. Andererseits könnte man vielleicht auch weiterziehen. Ne, dann mache ich es nur so, ich lasse die beiden noch kurz Milizen trainieren, diese Charge hier fertig machen und würde dann mit Alex hier rübergehen, dass Alex weiter trainiert. Gustav, do you understand German? I guess Weizen understands German very well. But you understand German too, right, Gustav? So you replied to some of my sentences last time. Okay. Gut, dann trainiert mal die Milizen noch ein bisschen. Und dann sind ja die anderen drei auch gleich in dem Sektor. Hey, Kumpel, die Ochsentour ist vorüber. Aber die haben jetzt, glaube ich, auch nicht mehr wirklich Platz im Inventar. Nee, die hatten beim letzten Mal schon Platzprobleme. Kann man das nicht irgendwo noch in eine andere Tasche stecken? Irgendwie nicht. Sollte aber eigentlich bei Chris bleiben. Naja, er muss ja die Munition nicht mitnehmen. Die gebe ich jetzt einfach mal Fox. Okay. So, aber die Waffe kriege ich trotzdem nirgendwo mehr unter. Und jetzt könnte ich zwar die Machete tauschen. Ah, hier sind noch Helme. Und diese Munition mit dem schlechten Kaliber. Dann würde ich sagen, mache ich das so. Irgendjemand hat auch ein Knicklicht dabei. Genau, jetzt sind das jetzt drei. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Gut, dann seid ihr wahrscheinlich jetzt relativ erschöpft. Dann schlaft ihr mal ein bisschen, während die Mädels weiter Milizen trainieren. Die werden staunen. Und bin bereit, weiterzumachen.
Jetzt sind sie fertig. Sehr gut. Ich sage jetzt mal nein. Denn, und sie sind schon im Trupp 1 eingegliedert. Sehr gut. Dann würde ich jetzt nämlich mit Trupp 1 tatsächlich nochmal hier unten diese Runde gehen. Hier unten entlang. In der Hoffnung, dass, wenn sie dann fertig sind, langsam die Lieferung von Bobby Race eintrifft. Und sonst wäre jetzt wieder Grizzly an der Reihe. Und Grizzly, es ist 18 Uhr. Ich kann jetzt mal einen Trupp 2 Dienst machen. Und dann würde ich mit Grizzly nochmal versuchen, $5,000 zu verdienen. Ja. Der guckt hier immer noch ganz fleißig. Ja? Schätze, du... Okay. Das machen wir noch. So, Darren. Also sind... Ja. Sobald sie mir Geld geben. Hast du Geld? Sehr gut. Herr Klaus, der... Ich schnapp ihn mir. Seine Verletzung ist auch wieder ausgeheilt durch das Schlafen. Danke für die Rucksackerinnerung. Ganz wichtig. Bevor ich den Ring betrete, muss der Rucksack ab. Sonst hat er deutlich reduzierte Aktionspunkte. Peter Klaus, einige meiner engeren Freunde, ein Neu- sind die Kämpfe. Es war eine gute Idee, diese Kanalpunkte-Aktion einzulösen. Nicht einzulösen, sondern da reinzutun. Ich hätte schon so oft den Rucksack vergessen. Ja. Ganz ehrlich. Nee, heilen möchte ich ihn nicht, sondern. Ungefähr das Gegenteil. Du musst wieder rennen. So. Passiert dir auch immer, aber stellvertretend denkst du dran. Ja. Nicht so gut. Ja. Aber er hat auch verfehlt. Und das war's. Ja. So. Aha, wir haben unseren Gewinner. Eine beachtliche Leistung. Hier ist Ihr Gewinn. Okay, Beweglichkeit und Geschicklichkeit scheinen auch wichtig zu sein für den Nahkampf, nicht nur Kraft, so wie es aussieht. Weil daran gewinnt er ja stetig. Muss man ein bisschen drauf achten. Also Beweglichkeit, Geschicklichkeit ist wichtig anscheinend, Kraft auf jeden Fall auch. Ich bin unsicher, ob Trefferwahrscheinlichkeit gut ist. Also ob man die hier braucht. Weil man muss ja auch mit der Faust treffen, ne? Und wenn ich mir jetzt noch einen Söldner machen sollte, der wirklich nur fürs Kämpfen hier gut ist und fürs Handeln bei Toni, dann. Trefferwahrscheinlichkeit nicht, sagst du. Ja, wenn das so wäre, dann müsste er bald den zusätzlichen Punkt bekommen. So. Und auch wieder rüber zu Toni. Ich bin da, wo ich sein soll. Ja. Vorbei an Hans. Ach, für Wurfwaffen hilft das? Du wirst ja hier noch zum Stammkunden.
Ich wette, du... Okay. Ich meine, Dimitri braucht keine Wurfwaffen-Zielsicherheit. Ja? Zeig mir, woran du Interesse hast. Eine Pfeilpistole. manchmal gibt es ja hier diese Pfeile. Mal gucken, ob er welche hat. Nee, hat er nicht. Ich glaube, ich habe schon einen verkauft. Und die Pfeilpistole... In dieser Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Die nehme ich mit, die Munition. Diese Pfeilpistole, mit der kann man halt lautlos schießen. Mit dieser drucklos betriebenen Pfeilpistole legen sie großwild jeder Art schlafen, ohne die ganze Herde in Aufruhr zu versetzen. Okay, ein Granatenwerfer. Ja. Also man kann, glaube ich, den Skill kriegt man nicht hin, ne? Oder? Dass er dann auch wirklich Grenadier ist. Ne, Grenadier ist ja der Falsche. Grenadier ist ja der, der mit Mörsern gut schießen kann. Ja, wäre halt eine Waffe ohne... Die quasi wie eine Schalldämpferwaffe. Und die hat sogar auch eine ziemlich gute Reichweite mit 20. Also so schlecht ist sie gar nicht, die Pfeilpistole. Also insbesondere am Anfang. Aber ich glaube, die Gegner sind dann halt nur betäubt. So, und sonst gibt es hier 10mm Auto. 10mm Auto. Werde ich gleich mal beide Magazine kaufen. Es sind halt nur Pistolenmagazine, aber ich brauche die halt für das eine Gewehr. Lass dir Zeit. Alles andere ist, glaube ich, egal. Ja. Vielleicht nächstes. Hat er jetzt nicht gekauft, ne? Zeig mir, woran du Interesse hast. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Na, wobei. Ich bleib hier. Und trainiere hier weiter. Was hat er trainiert? Medizin, ne? Okay. Okay, so, Kontostand hat sich ein bisschen gebessert, aber reicht nicht, um Trevor für 2 Wochen anzustellen. Würde jetzt für 1 Woche reichen. Aber 4 Tage habe ich noch. Ich glaube, ich schaffe das. Ich glaube, ich schaffe das, ihn dann 2 Wochen anzustellen. Ich hoffe, er kriegt keine Erfahrungsstufe 5 in der Zwischenzeit. So, gut. Also Night Ops sollte auch gut funktionieren in 1.13, soweit ich mich erinnere. Habe ich das auch schon mal gemacht. Also ich glaube, ich hatte Chris auch schon mal so eingestellt, dass er Night Ops hatte und auch mal Shadow dabei gehabt. Und dann auch in der Nachtkämpfe gemacht und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Dann auch insbesondere im Zusammenspiel mit Nachtsichtgeräten und so, hat man da doch ganz gute Karten. Aber ich wollte ja jetzt an der Stelle Schluss machen und das werde ich auch machen. Ich habe mich gefreut, dass ihr alle reingeschaltet habt.
Ist natürlich jetzt schade für dich, Gustav, dass ich jetzt an der jetzt schon gehe, aber ich glaube, Mongusa ist noch am Stream. Und der ist ja jetzt langsam doch im Endgame angekommen und versucht jetzt Meduna einzunehmen. Ich meine, der streamt halt auch wirklich jeden Tag und dann auch bis zu 10 Stunden am Stück. Da kommt man dann auch ganz gut voran. Das kann ich leider nicht. Aber meine Idee wäre jetzt dann beim nächsten Mal, vielleicht morgen, vielleicht schaffe ich es morgen, mal gucken, dass ich hier unten lang gehe, diese 4, 5 Sektoren noch aufdecke. Dann kommt hoffentlich die Ware in Drassen an von Bobby Race am nächsten Tag, an Tag 12. Und würde dir dann versuchen aufzusammeln. Alex wandert nach D15, um dort die Milizen weiter zu trainieren, sofern sie fertig ist, in D13. Und mit den anderen gehe ich weiter Richtung San Mona und dann Cicena. So ist der Plan. Für den nächsten Stream. Und wahrscheinlich werde ich mir auch noch einen weiteren Söldner generieren zum Kämpfen, damit Grizzly hier nicht stationiert bleiben muss und ich mir nicht Bull holen muss, weil eigentlich ist Bull dafür zu gut und zu teuer. Genau. Okay. Gut. Dann nochmal danke fürs Zuschauen und dann würde ich mal gucken, ob Mongoose noch streamt und würde an der Stelle Schluss machen. So, ihr hört mich noch, genau. Okay, ich speichere und schaue gleich nach dem Anschlussstream. Ja, sehr gerne, Weizenspam. Ich wollte jetzt auch gerne endlich mal wieder weiterspielen. Ich bin jetzt eine ganze Weile nicht dazu gekommen, weiterzuspielen. Und hat mich jetzt auch persönlich sehr gefreut, dass ich heute ein bisschen Zeit gefunden habe. Ah, Mongusa ist nicht online. Oder wie? Oder was? Oh, alle offline. Na sowas. Dann schaue ich mal nach Jagged Alliance. Generell, Jagged Alliance 2, ob das irgendjemand streamt? Nee, nur ich. Ihm ist was passiert, okay. Aber er war doch vorhin noch online, also heute vor ein paar Stunden. Ich glaube, in dem Moment, wo ich angefangen habe zu streamen, war er noch online, oder? Okay, also Jagged Alliance macht keiner. Oder Dead Runner ist was passiert. Okay, dann schaut mal bei ihm nach, was passiert ist. Aber ich glaube nicht, Dead Runner wird er noch nicht gemacht haben. So weit wird er noch nicht gewesen sein, oder? Ich glaube, das wird noch zu viel zu tun gewesen sein. Okay, Forge of Empires streamt auch niemand. Von daher, keiner von meinen Freunden online. Von daher bleibt jetzt der Raid aus. Dann übergebe ich euch ins Video on Demand und wünsche euch, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, viel Spaß bei Mongoosa oder einem anderen Streamer, Streamerin eurer Wahl. Ich habe gesehen, System of Vibrant Colors macht auch Jagged Alliance 2 Streams. Vielleicht könnt ihr da mal einen Blick reinwerfen. Bei Mongoosa zeichnet sich ja jetzt Stück für Stück auch das Ende ab.
Und ich weiß nicht, ob DevMato inzwischen mal das Video on Demand eingestellt hat. Ich guck mal eben. Nee, hat er nicht. Also von daher könnte er da leider nicht nachgucken, was er an Videos gemacht hat. Ja, er macht auch Jagged Alliance 2, aber ja, ich weiß, ich habe gesehen, dass er am Freitag online war. Ich war ja parallel mit dem Stammtisch, mit dem Forge of Empires Stammtisch online. Und anschließend war ich auch noch kurz bei ihm im Stream. Aber ja. Grum war nicht so einfach. Genau, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Er hat sich ganz schön abgequält in Grum. Ja, es ist jetzt auch nicht einfach, aber ich glaube, es ist einfacher als Cambria. Und Cambria hat er auch gepackt. Okay, na gut. Dann jetzt aber. Tschüss euch. Gute Nacht euch. Viel Spaß noch beim Video on Demand. Und bis hoffentlich bald. Ciao.